Hallo, liebe Deutschlernende! Ich wurde letztens gefragt, was meine Tipps sind, um einen Lebenslauf zu schreiben. Wie schreibt man einen Lebenslauf? Ich bin kein Experte, aber hier sind ein paar Tipps, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, einen Lebenslauf zu schreiben und dich richtig zu bewerben. Nun, zuallererst muss ich sagen, dass es unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Land du dich bewirbst. In Deutschland ist zum Beispiel ein Foto üblich, in Nordamerika nicht. Ja, und das muss man wissen. Ja. Und wenn jetzt die Frage ist, wie bewirbt man sich in Deutschland, dann sind hier ein paar allgemeine Tipps. Es gibt zumindest in Deutschland einige Institutionen, die dir dabei helfen. Also zum Beispiel Universitäten oder das Arbeitsamt. Ja, die sind daran interessiert, dass du dich richtig bewirbst und deswegen können sie dir helfen. Ja, und ein Tipp, den ich letztens bekommen habe, ich weiß nicht, wie sehr das auch auf Deutschland zutrifft, ist, dass man im Lebenslauf nach Art sortiert, statt chronologisch zu sortieren. Ja? Also man listet die einzelnen Projekte oder die einzelnen Tätigkeiten auf nach Kategorie. Ja? Und das kann man aber auch anders machen. Ja, man kann es zum Beispiel chronologisch machen. Das kommt auch darauf an, wie alt du bist. Wenn du erst in deinen 20ern bist, dann hast du vielleicht noch gar nicht so viel gemacht. Und dann ergibt es mehr Sinn, einen chronologischen Lebenslauf zu schreiben, einfach weil noch nicht so viel da ist. Aber wenn du schon mehrere Erfahrungen gemacht hast, dann ist es für den Arbeitnehmer oft hilfreicher zu sehen, okay, hat in diesem Bereich gearbeitet, hat in diesem Bereich Erfahrung und so weiter. Ja, dass man eine Übersicht macht, wo sind die Fähigkeiten, ja? Auf welchen Gebieten habe ich Fähigkeiten. Ja? Dann ist es sehr gut, ein Brainstorming zu machen. Ja? Also wirklich durch den Kopf durchzugehen und sich zu fragen, okay, was kann ich noch alles schreiben für den Lebenslauf? Oft sind Dinge interessant oder irrelevant, an die man zuerst gar nicht denkt. Ja? Gerade wenn du chronologisch denkst, dann denkst du dir, okay, Schule, Universität vielleicht, dann erste Tätigkeit, zweite Tätigkeit und so weiter. Aber du hast bestimmt auch noch Dinge parallel gemacht. Du bist vielleicht in einem Sportverein, ja? Oder du bist vielleicht Freiwilliger. Ja, und das kann zum Beispiel relevant sein, wenn der Arbeitgeber sagt, braucht Teamfähigkeit. Ja, wenn du dann sagst, ja, ich spiele jeden zweiten Tag Fußball, ja, dann weiß der Arbeitgeber, ah, okay, der weiß, wie es ist, in einem Team zu arbeiten. Ja, zumindest hat er bestimmte Fähigkeiten gelernt im Teamsport, damit es auch dann möglich ist, auf der Arbeit als Team zu arbeiten, ja, in einem Team zu arbeiten. Ja. Solche Dinge sind manchmal relevant. Und um herauszufinden, was relevant ist, würde ich genau die Anzeige lesen. Ja. Lies dir die Anzeige genau durch und schau nach bestimmten Schlüsselwörtern. Ja. Schreibe dir auf, okay, in der Anzeige steht, muss im Team arbeiten können, muss innovativ sein, muss dies sein, muss jenes sein. Und dann schreibst du den Lebenslauf und vor allem das Motivationsschreiben so, dass erkennbar ist, dass du geeignet bist für diesen Job, ja, anhand der Anzeige. Ja. Du schreibst den Lebenslauf oder praktisch für die Anzeige, beziehungsweise du passt deinen Lebenslauf jedes Mal vielleicht auch nur ein bisschen der Anzeige an, um zu zeigen, ja, genau das, was sie suchen, das bringe ich mit. Ja? Und genau, und du möchtest es auch im gewissen Sinne beweisen. Ja? Du möchtest nicht einfach nur sagen,
oh ja, ich kann gut im Team arbeiten, ja, ich bin kreativ, ja, ich kann das alles. Nein, du möchtest auch es beweisen, indem du sagst, ja, ich bin teamfähig, denn in dem und dem Job habe ich in einem Team gearbeitet, bei einem großen Projekt, oder es wird verlangt, dass du innovativ bist, und dann kannst du sagen, ja, ich habe auf der und der Arbeit habe ich das alleine kreiert und so weiter. Ja? Dass du immer das in Verbindung bringen kannst mit dem, was die Leute wollen. Ja? Du möchtest ja zeigen, dass du geeignet für diesen Job bist. Ja? Und damit erhöhst du deine Chancen. Wie kannst du es machen, dass es der Lebenslauf auch recht hübsch aussieht? Das ist ein optionaler Tipp, der nur relevant ist, wenn du die Zeit investieren möchtest, dich da einzulesen oder dir das anzueignen. Ich mag nämlich eine Programmiersprache sehr, die sich LaTeX nennt. L-A-T-E-X. Ja? LaTeX wird es geschrieben, aber eigentlich spricht man es LaTeX aus oder irgendwie anders. Ja? Die Leute sprechen es unterschiedlich aus. Ja? Und das ist eine Programmiersprache, die PDFs generiert. Ja? Man schreibt einen Code und aus diesem Code wird ein PDF generiert. Und das kann hilfreich sein, wenn du deinen Lebenslauf schnell anpassen möchtest und du möchtest, dass alles stilistisch sehr gut aussieht. Ja, für solche Arbeiten benutze ich immer LaTeX. Also eigentlich immer, wenn ich eine PDF generieren möchte, auch die PDF, die du vielleicht gekauft hast als Teil des E-Buchs, ja, das ist mit LaTeX generiert. Und der Grund, warum ich dies erwähne, ist, weil es sehr gute Muster gibt im Internet. Sehr gute LaTeX-Muster, die du dir einfach runterladen kannst. Du hast entweder ein Online-LaTeX-Programm oder du lädst ein Programm runter. Das ist relativ kompliziert, aber es gibt Webseiten, die das einfacher machen. Und dann tippst du einfach nur alle deine Informationen ein und dann sieht dein Lebenslauf genauso hübsch aus wie das Muster, was du gerade anwendest. Okay, also es ist, wie du deinen Lebenslauf gestaltet, ist unterschiedlich je nach Land. Es gibt Institutionen, die dir dabei helfen. Ganz wichtig, nutze diese Angebote. Google, ja, Hilfe, Lebenslauf und dann den Namen deiner Stadt. Ja, und dann findest du, wenn du Glück hast, kostenlose Angebote. Umso mehr Glück hast du, wenn du an der Uni bist, weil eigentlich jede Uni dir dabei hilft. Wenn du nicht an der Uni bist, dann wie gesagt zum Beispiel das Arbeitsamt. Die bieten auch Kurse an, also einmal, dass sie dir direkt helfen und auch generelle Kurse. Wie bewerbe ich mich? Dann ordnest du deine Erfahrung entweder nach Kategorie oder chronologisch. Das hängt auch ab von der Region, von Arbeitgeber. Da möchte ich nicht etwas Definitives sagen, weil es sehr stark abhängt von verschiedenen Faktoren. Dann mach ein Brainstorming. Was hast du alles in deinem Leben getan, was irgendwie relevant sein kann? Ja? Schreib nicht alles auf, was irgendwie relevant ist, dann ist es zu viel. Okay? Schreibe nicht alles auf, sondern schreibe alles auf, was relevant ist und das den Lebenslauf nicht zu lang macht. Ja? Es kommt darauf an, wo du auch dich bewirbst. Ne? Also, wenn du dich an der Uni bewirbst, die Leute lieben es zu lesen, da kannst du auch einen langen Text schreiben. Aber normalerweise möchte ein Arbeitgeber nicht viel lesen. Ja, er möchte nur kurz rüberfliegen und dann ungefähr wissen, wer du bist. Und dann passt du den Lebenslauf der Anzeige an. Ja? Passe es auf die Schlüsselwörter an.
und beweise, dass du ein guter Kandidat bist, also belege deine Aussage. Wenn du sagst, ich bin X, dann gib auch einen Grund an, warum du X bist. Ja? Sonst denkt der Arbeitgeber, der potenzielle Arbeitgeber denkt dann, das kann ja jeder sagen. Ja? Und optional, wenn du es ausprobieren möchtest, LaTeX ist ein interessantes Werkzeug, ja, LaTeX. Der richtige Google-Begriff wäre LaTeX, also LaTeX geschrieben, PDF, und dann findest du es. Wenn du nur LaTeX eingibst, dann bekommst du Resultate zum Material. Okay, ich hoffe, dies war hilfreich für dich. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Bewerbung. Ich habe auch ein Video über Vorstellungsgespräche gemacht und das kann ich auch empfehlen, dir das anzuschauen, bevor du dein Vorstellungsgespräch hast. Viel Glück, ich drücke dir die Daumen und wir sehen uns morgen. Tschüss!